Delicious. Hey Leute, was geht ab heute? Willkommen hier zum zweiten Battlejack 1718 Mappenmap Day. Und heute sortieren wir gemeinsam die Nummern 101 bis zur 201, Leute. In der ersten Folge gab es schon die Nummer 1 bis zur 100. Die erste Folge ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir hier heute die 200 Däumchen knacken würden, weil Mappen-Updates, ja, zwischendurch macht's einfach mal wieder Bock, Leute, die Karten einzusortieren mit euch gemeinsam. Hier die ganzen Karten, die ich in der ersten Folge einsortiert habe, könnt ihr euch halt in der ersten Folge nochmal gönnen. Die ist, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich schnack nicht so lange rum und ich starte mit Amir Abrashi von Freiburg. Da sind wir ja in der letzten Folge stehen geblieben. Mike Franz, Yannick Kamera, Onur Bulut. Heute gibt es zum Beispiel auch die komplette Leipziger Mannschaft. Wen gibt es noch? Hamburg gibt es hier, Hannover, Hoffenheim, Köln und noch zwei Karten von Leverkusen. Ihr wisst ja, das Logo und Bernd Leno habt ihr ja eben schon gesehen. Gute Idee. Nils Petersen, der beste Joker in der Bundesliga. Immer wenn er reinkommt, macht er meistens die Dinger für Freiburg. Meistens, außer gegen Hertha. Florian Niederlechner. Zum Glück nicht gegen die Hertha. Florian Niederlechner ist der letzte Spieler hier von Freiburg. Und dann geht es weiter mit dem Hamburger Sportverein. Zuerst natürlich das Logo, dann der Keeper, dann die Abwehrspieler, Mittelfeldspieler und dann zum Schluss die Angreifer. Martenia hier, Mergi Mavrai, Douglas Santos. Sortieren wir mal hier ein. Das ist Sakai und Diekmeyer. Mache ich jetzt mal ein bisschen schneller hier. Diekmeyer auch noch hier. Dann Papadopoulos. Wann schlägt er wieder zu, Leute? Wann schlägt Papadopoulos zu? Na, nicht Freiburg Scharfstellen hier. Papadopoulos Scharfstellen, danke. Wann schlägt er wieder zu, der Grieche? Der Grieche. Ekdal. Wallace. Und das war dann die erste Seite. Aber erstmal hier die Freiburg-Seite nochmal. So dass ihr nochmal alles perfekt sehen könnt hier. Sehr gut. Und das war auch die erste Hamburger Seite hier, die wir komplett haben. Mal ordentlich machen und dann geht es weiter mit Gideon Jung. Nikolai Müller, ja. Dazu sage ich mal nichts, ne, zu ihm. Starspieler. Am besten sollte bei ihm stehen Fail-Spieler oder so. Luis Holtby, Aaron Hunt und André Hahn. Sortiere ich jetzt mal alle gleichzeitig hier ein, so. André Hahn. Und dann die letzten drei Spieler sind Luca Waldschmidt, Bobby Wood und Sven Schiplock. Bobby Wood, Leute, ist in FIFA 18 Ultimate Team ein richtig guter Stürmer. Der ist schnell, hat einen einigermaßen guten Schuss und ist halt billig. Ne? Wenn man nicht so viele Coins hat, empfehle ich euch wirklich Bobby Wood. Wenn ihr gerade vielleicht mit Ultimate Team anfängt oder so. Hier nochmal die komplette Hamburger Mannschaft in einem Überblick. Dann geht's weiter mit Hannover 96. Also Lukas, ich hoffe, du siehst hier gerade das Mappen-Update. Hannover 96. Ich denke mal aber, du wirst auch schon deine komplette H96-Mannschaft komplett haben, oder? Sané. Also ich hoffe, dass ich die hier komplett habe. Ostrolek. Miko Albanoz und Santon hier. Sortiere ich mal beide ein jetzt. Sorg, Korb und Baccalords. Ich nehme jetzt einfach immer drei Karten. Dann geht das schneller und muss euch nicht alle Karten einzeln zeigen. So, dann haben wir die erste Seite komplett. Irgendwas falsch. 127, 28, 29, 30. Ne, das passt alles. Dann machen wir weiter mit der zweiten Seite. Hier Schmiedebach, Schwegler und Felix Klaus. So, perfekt. Fostum, Sebastian Mayer und Edgar Pripp. Ja, jetzt bloß ordentlich einsortieren. Und ich wollte schon sagen, Leute, wenn ich genau da lang gucke, sehe ich perfekt, wenn ja hier die Post kommt oder nicht. Und ich habe gedacht, jetzt kommt die Post, aber
Ja, das wäre auch was gewesen, ne? Ich nehme auf, die Post kommt. Ich nehme zuvor keine 2 Stunden auf und die Post kommt nicht. Aber wenn ich aufnehme, kommt sie natürlich dann an. Füllkrug. Nein, habe ich unten. Ja, da unten habe ich minimal das Album kaputt gemacht, aber das sieht man überhaupt gar nicht. Martin Harnik. Und dann haben wir auch H96 komplett hier. Sehr schön. Und dann geht's weiter mit der TSG 1899 Hoffenheim. Das Logo habe ich natürlich wieder am Start. Ich glaube, Logos fehlt mir gar keins. Da hatte ich so viele immer gezogen gehabt. So viele doppelt. Dass mir da gar keins mehr fehlt. Kalarabek, Bikacic und Hockmar. Dann Kevin Vogt, Harvard Nordweit und Eugen Polanski. Ist natürlich klug, die Karte unter die 96 Karte zu sortieren. So, die erste Seite Hoffenheim komplett. Also bis dato fehlt mir nicht eine einzige Karte. Grilic, Demirbay und Serge Gnabry mit 81 hier, ne? Stark. Echt stark, aber ich hätte Demirbay, glaube ich, mehr gegeben als Gnabry. Aber naja, ab und zu muss man die Werte auf den Tops-Karten ja nicht verstehen. Amiri, Lukas Rupp und Marc Uth. Na. So. Und dann haben wir hier die letzten 3 Karten von Hoffenheim. 3 Stürmer, Sandro Wagner, Kramaric und Adam Csalay. Sehr schön. Jetzt kommen wir auch schon zu den Kölnern hier. Die Kölner, steigen sie ab? Fragezeichen. Die Kölner Karten und danach geht es weiter mit Leipzig und dann noch 2 Karten von Leverkusen und dann war es das. Also wir haben hier noch ein paar Karten zum Einsortieren. Köln, Timo Horn hier mit Basekarte 88, die Club 100 Karte hat natürlich 100 Verteidigung, ist ja logisch. Sonst wäre es ja keine Club 100. Wolkowski hier noch. Dann Sörensen, Hector und Heinz. Dadurch, dass Jonas Hector halt verletzt ist, hat Plattenhardt die Chance bekommen, sich zu beweisen in der Nationalmannschaft. Vielleicht kann er ja zur WM 2018 mitfahren. Wäre auf jeden Fall mega nice in meinen Augen. Und dann Herr Dada bei der WM 2018. Kann sich sehen lassen. Lehmann, Risse und Clemens. Na. Risse, komm, geh rein hier. Und dann auch noch Christian Clemens. Jojic, Bittencourt, Simon Zola. Ja Leute, was soll ich zu den Kölnern sagen? Da kann ich nichts zu sagen, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass sie so schlecht abschneiden dieses Jahr. Ich hatte schon meine Vermutung, ja, ohne Modest, weil Modest war ja einfach der beste Torschütze bei den Kölnern. Habe ich mir schon gedacht, ja, da wird es Schwierigkeiten geben, aber dass es so viele Schwierigkeiten gibt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Cordoba ja auch noch und die Kölner somit auch komplett. Jawolski. Tada. Alle Kölner hier im Album. Dann haben wir hier die Leipziger, also Skywalker zum Beispiel. Skywalker, ich hoffe, du siehst das Mappen-Update, ansonsten bin ich sauer, weil Skywalker ist ja Leipzig-Fan. Gulagi, der Keeper von Leipzig und Bernardo, brasilianischer Verteidiger von den Roten Bullen. Willi Orban, Halstenberg und Marvin Komperch. Hier Orban mit 80 auch starker Abwehrwert. Na. So, wenn schon, denn schon, sollen die Karten natürlich ordentlich drin sein, ne? So, Upamecano, Ilsanka und Diego Demme. Und die letzten 9, Bruma, Keita, Dominik Kaiser. Heute Keita, auch überragend und auch definitiv verdient, dass er eine Club 100 Karte bekommen hat. Der Navigator. Hier die Basekarte von ihm.
Dominik Kaiser. Und wir nähern uns dem Ende hier. Leimer, Sabitzer und Augustin. So. Und so. Natürlich, wer fehlt? Forsberg, Yusuf Paulsen und Timo Werner. 88er Angriffswert, also auch sehr, sehr stark hier der Deutsche. Und für mich auch muss der in der Nationalmannschaft einfach im Sturm stehen. Da gibt es zurzeit keine andere Möglichkeit, sage ich mal. Der muss einfach im Sturm stehen. So, dann haben wir noch Leverkusen-Logo und Bernd Leno. Das sind die letzten zwei Karten hier für die heutige Folge. Und wenn sie euch natürlich gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Also ich würde mich riesig freuen, wenn wir die 200 Likes knacken. Hier sind, die sind wir stehen geblieben. In der nächsten Folge gibt es dann die 201 bis zur 300. Das war es jetzt hier mit dem zweiten Mappen-Update zur Matchtag 17-18 Bundesliga-Serie. Das war's. Abonniert mich kostenlos, um keiner meiner Videos mehr zu verpassen. Haut rein und tschüssi.